Jojo, Tagal, willkommen zurück. Wir haben alles besorgt. Der Müllwagen, der Abschleppwagen, die Masken, die Overalls. Alles haben wir nun und jetzt können wir auch... Kommen wir durch? Ja, kommen wir durch. Jetzt können wir den Meriwether-Raubüberfall starten. Mit dem guten Trevor und den anderen beiden Jungs. Für das FBI, FIB, das Korrupte. Naja, wir müssen es tun, sonst kommen wir aus dieser Sache nicht mehr raus. Da vorne ist der ganze Scheiß zum Starten, nämlich in Floyds Bude. Da fahren wir einfach hin und ja, wenn euch dieser Part gefällt, gebt einen Daumen hoch und ja, wir sehen uns sofort wieder. Fahren wir rein, die Scheiße hier. So, da sind wir, ich glaube, wir müssen nach oben in die Bude und da dürften die Jungs sich dann alle treffen. Vermute ich einfach mal. Na Jungs, seid ihr da? Wait! One of you shits must be here. Hello, Trevor. I missed you. Hello, Wade. I missed you, too. Hello, Trevor. Oh, there. Hey, Hot Lips, where you been hiding? No, 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 nowhere. I got a knot the size of a baseball in here, all right? Needs a little, loosening up, all right? Oh. Massage me, motherfucker! Good. Trevor's hard at work, huh? Where's the surrogate child? Who? The boy! And the stars in his eyes. Not like that. What's not like that? Oh, hey! Hey there, you and him, the old father-son issues? Gives me the fucking creeps. How's the leg rub? Oh, it's excellent! You wanna go? No, I'm good, though. Hey, I called you boys here to discuss this job that I've been planning. The fuck are you talking about? Shut the fuck up, Michael, all right? You owe me. Hey, did you talk to Lester? I called him. He's in the hospital or something, all right? We keep him out and we get 20%. Well, unless, of course, you go states again and have me arrested. Hey, it wasn't like that. Better not have been. I mean, like, you give a fuck. Oh, see, I give a fuck, Michael. It's a position, a fucking viewpoint, all right? Like God, like evolution, like anything else. Sunshine, boredom, lies, that's what we got. Other people, they have other worlds, but for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses, you know, a carrion eating motherfucker. Do you understand that? Wow. Woo! Bravo, you fucking idiot. Man, I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd, all right? Now, Floyd's got... Not the... Fuck! Get out of here, all right? Now, Floyd here works at the port. He puts me onto Meriwether Security, who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now, got a couple buyers lined up. I guarantee no problems, no major heat. Let's get going, all right? Slightly past dead vibe to an airfield where I got a sub, got a chopper, I got everything we need. All right, let's do this, you fucks. Sandy Shores Airfield, if you please. Okay, okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie diese ganzen Fahrzeuge und alles in Kombination nachher sein wirken werden oder benutzt werden. Fahrt zum Flugplatz 7,07 Kilometer. Ich denke mal... What? Haben wir einen vergessen? Einsteigen, bitte. Oh Mann, oh Mann. Ich hätte den jetzt echt Sandy fast Shores. Übersehen. That's quite a distance. What's with this guy? Man, I didn't realize we was going all the way out there either. I've been told your generation are work-shy. Repeatedly. But this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like, huh? You think the world owes you a living? You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle-class thing. Where I'm from, hustling is still hustling. And going halfway across the state is still, going halfway across the state? Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TP Inc., okay? So we gotta make the trip. TP Inc.? Trevor Phillips Industries. My company. Industries or Incorporated? If it's TP Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just saying. You're mocking me! Nice!
Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off, but still. Trevor, it's a business, Michael, an honest American business, and there aren't many of them left. Hey, you know this airstrip we're going to? We're managing it. Yeah, I hate to think what you did to the last managers. The lost MCLLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The Lost Motorcycle Club. Yeah, you're a serious businessman, T. I cannot believe this. The hard-working entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his 30s. And then from this other guy whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many you's. Yeah, a country full of you's. That's just what this world needs. Shit would get done. It would be Darwinian. Hey, look, dude, we're helping you out. But if you think you'd be better off on your own... No, 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 hey, look, hey! Just let's calm down, all right? We have a score to take. There is profit to be made. I mean, don't that beat getting picked up by G-Men and forced to work for free? Yeah, all right. Talk us through exactly what's going on. We're going out to Sandy Shores. I know that part. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get into said submarine that... Wait, hold on. You had the flying lessons, right? Hey, I came prepared. I didn't know what I was preparing for, but I'm feeling pretty confident in the air. Good. Hey, what's the next part of the plan? There's an army chopper at the airfield. You're both getting into it. Michael's flying. Gonna take off, pick up the submarine with me in it, and flying out to a point off the coast. You're gonna drop me into the ocean. I'll pilot the sub down to find the device the government's been testing. I'll get it, surface, you'll fly me back to the airfield. What kind of device? What kind doesn't matter. How much we'll be paid for it does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo. The tests are being run by Meriwether Security Consulting. Ah, yes, the mercenaries. Fresh from fighting our secret oil wars. Should be very relaxing. If stealing a prototype like this from the government was relaxing, then everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mint some serious coin. Whoa. There's easier ways. And this sounds extreme, T, even for you. Can't we rethink? I mean, how deep are you into it? How deep? I've got a sub, I've got a big helicopter. I've been researching this since I got to LS. So. Those guys, Wade and his cousin Floyd, are expecting a paycheck. And here's my submarine! Floyd, Wade, stand by the hangar. This is our chopper, I guess. Steig in den Cargo Bob. Oh yeah, fliegen mit Michael. Ich bin mal gespannt. Ich muss mir meinen Controller wieder nehmen zur Hand. So. In den halt Kabel hier und so und da hängen wir fest. So, gehen wir rein und fliegen eine Runde. Oh Mann, ob das gut geht, ich weiß es nicht. Ja, drücke hier, um den Haken abzusenken, mache ich jetzt bestimmt noch nicht. Nimm das Tauchboot mit Hilfe des Hakens. Ja, ich habe keine Flying Lessons. Ganz wenig nur genommen. Ganz wenig habe ich genommen mit dem guten Michael. Aber da müssen wir jetzt durch. Keine Ahnung, ich habe von diesen 10, 12, die da sind, glaube ich, 6 oder 8 gemacht. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. I got it from the military base. And there's all this military hardware in the back. Guns and whatnot. If this thing gets hot, they'll come in handy. Hey, I thought it wasn't getting hot. You said no major heat. That you guaranteed it. It's a score, Michael. Even if you don't anticipate heat, you prepare for it. That's the code. That's why I don't take scores. Not anymore. I'm out of the game, man. What am I doing? Oh, really? You don't take scores!
No! Not anymore! What say you, Franklin? I say this is a conversation between you two. So, that wasn't you guys then at the Rockford Hills Jewel Store. Hey, that's right around the corner from my house, T. I might have been there buying something for Amanda. I certainly wasn't robbing it. Okay, oh, my mistake, my mistake. It was a pretty tight job, though, eh? I mean, the planning was there, they went in, right? They got out clean. I mean, there were some problems, but they kept their heads, right? Yeah, pulled it off. All right. It was us. Of course it was us. Any other clowns would be in Bolingbrook now. Nah, there were some weak points. I mean, whoever fed that cheesy line to the parking guy, that guy? Amateur! Yeah, show us how it's done then, T. If you're such a professional, this job will go great. Oh, it sure will. So, setze das Tauchboot beim Testgebiet ab. Alles klar, das scheint da vorne zu sein. Ich denke mal nicht da drauf, ne? Ja, ich werde es absetzen, aber ich werde es nicht runterknallen lassen. Aber wir sind doch gar nicht am Testgebiet. So, hier ist das Testgebiet. Hier, jetzt bin ich über dem gelben Popel. Ich halte mal an. Ich halte mal ein bisschen an. Ich gehe mal ein bisschen runter. Sicher ist sicher. Nicht, dass das Trevor stirbt von dem Pfeil oder so. So, zack. Runter mit ihm! Jawohl! So, jetzt fahre ich Tauchboot. Ist das. Aber mit dem Controller diesmal. Ich gehe jetzt ein bisschen besser. So, da müssen wir irgendwas absetzen. X zum Aussteigen und A zum Absinken. Achso, jetzt muss ich nochmal gucken. A und X, alles klar. So, wir müssen da hin. Alter, geht's da schnell. Komm, wir müssen nach vorne. Ich sehe gar nichts, diese Pampe. Ich fahre einfach mal nach vorne. Hoffentlich stoßen wir nirgendwo gegen jetzt. Hier wird es wieder flach. Na super. Hey, how you doing down there? Oh, I'm staring into the abyss. And I like it, Michael. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir überhaupt hin müssen. Und irgendwie kommen wir überhaupt nicht näher an den Punkt ran. Obwohl wir hier nach vorne fahren. Ich tauche mal gerade ein bisschen auf. Tauch mal gerade ein bisschen auf, wollte ich sagen. Auftauchen ist der andere Knopf, Fly. Ich habe mich verdrückt. Was soll's. So, wir sind ziemlich tief unter Wasser. Ich bin sehr tief unter Wasser gewesen. How deep are you, T? Can that thing handle a little pressure? It's safer at the bottom of the ocean than it is strapped to the helicopter you're flying. Okay, wir müssen irgendwie hoch. Komm, erstmal nach oben, erstmal nach oben, erstmal nach oben. Ich habe mich nämlich schon verfahren. Drehen wir eine Runde. Kann man das sagen? Verfahren im Wasser? Keine Ahnung. So, wir müssen erstmal wieder hoch. 20 Meter noch. Kriegen wir hin. Ich bin die ganze Zeit runtergefahren. So, hallo, guten Tag. Drehen wir uns wieder ein bisschen. So, wir sind jetzt aber hier richtig. So, hier sind wir richtig. Und nu? Müssen wir jetzt runter oder müssen wir... Was müssen wir denn jetzt tun? Müssen wir unter Wasser was machen oder müssen wir uns rausheben jetzt wieder? Ich habe keine Ahnung. Ich tauche einfach mal ab. Was soll's? Komm, wir tauchen mal ab. So, da sind wir doch. Ach, jetzt ist es doch das. Natürlich. Begib dich zum Gerät. Also klar, ich gehe zu der Gerät. Was ist das denn hier? So, wir sind jetzt eigentlich da.
Was müssen wir jetzt hier machen? Okay, ich steig zur Oberfläche auf. Hey man, so got the thing. What is it? We'll know what it is when we can run some tests. Okay, ich versuche schneller hochzukommen. Aber leider sind Felsen vor uns, also können wir nicht so leicht nach vorne. Sind hier noch Felsen? Hier sind keine Felsen mehr. Ich versuche jetzt hochzuschwimmen. Da ist nichts Felsiges. And is this what your buyer was after? Yeah, well, for sure. No, we'll be paid, Frankie. We will be well paid. Okay, okay, okay. 30 Meter, das geht jetzt ein bisschen schneller. Ich hätte eigentlich die ganze Zeit halt runter gemusst. Aber wenn man direkt von oben drüber runter geht, dann ist das nicht so schnell, machbar. Wenn man direkt da drüber steht. So, wir müssen wieder fliegen. Ach du Scheiße. So. Okay, okay. Ich dreh mal, ich dreh mal, ich dreh mal. Denn wir sind ein Stück weggeflogen. So, Michael. Dann zeig mal scheiß Flugskills bei diesem scheiß Wind. Ach du Kacke. Und diese Wellen dann noch dabei. Oh, 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 oh. Wir sind schon im Wasser. Wir sind schon im Wasser. Wir haben's. Wow. Alles klar, zurück zum Airfield. Und wieder über den Berg. Na toll. Ich fliege jetzt doch nicht über diesen riesen Berg wieder. Ich glaube, es ist, was? Bitte, was ist jetzt los hier? Ich glaube, wir sind entdeckt worden von irgendwas. Na toll. Alles klar. So, so, so. Um die Seite zu wechseln. Alles klar. Jetzt wird mir das auch mal gesagt. Dankeschön. So, wir ballern einfach mal. Hallo, was wollt ihr denn hier? Geht mal weg, Jungs. Und der Pilot muss auch weg. So. Okay, das war natürlich das ganze Hubschrauber. Egal. Hilft. Wo denn? Shit. Ich komme nicht hin. Hallo? Oh yeah. Erstmal den Piloten. Oder alles. Keine Ahnung. Hauptsache irgendwas. So, jetzt der Pilot, bitte. Runter mit dir. Alles klar. Noch wer? Huch. Alter. Das waren wir selber. Ich habe gerade keine Ahnung, ob wir brennen oder wer anders. So, komm, komm, komm. Die Piloten kann man nicht rausschießen. Okay, wechsel zu Michael. Alles klar. Wir wechseln wieder zu Michael. Wow, was für eine Mission. Komm, weiter geht's. Oh Gott, wir brennen. Wir rauchen zumindest. Unser Hubschrauber hört sich nicht gut an. Taking human form to do the bidding of the New World Order. I hope you can flip this thing fast, because I don't want to see those reptile buddies of yours ever again. Okay, ich hoffe, das war's jetzt. Ich hoffe, es kommt nicht noch ein Angriff auf uns, weil das überlebt, glaube ich, der Hubschrauber nicht. Eben habe ich die nicht gesehen. Von einer Seite hatte ich keine Einsicht drauf und deswegen. Ja. Sind wir getroffen worden. Ich schmeiß das doch jetzt nicht hier. So. Und jetzt müssen wir landen, oder? Nee, es reicht schon. Do you know what you've done? The wire is going fucking crazy. Oh, and good to see you too. What's it been? Huh, 10 years? After this, the government won't care how long it's been. They're gonna put you and everyone you ever knew on their kill list. And you,
I thought you would be smarter than this. What'd I do? Stealing a super weapon to sell to the Chinese. Damn, T. This some nuke or some shit? I thought you said you spoke to him. Yeah, I did. Okay? Kind of. I mean, he was all woozy and shit. It doesn't matter, all right? It's done. We've got it. Well, we could put it back. You drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? We'll get you another score, Trevor. You owe me! Wait, get in that chopper! Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay! Alright, and on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey! We need a score! Remember! Man, I thought I was done not getting paid for these licks. Hello! Me too! Okay. Okay, Raubüberfall ausgeführt. Der Merryweather Raubüberfall. Haben wir geschafft. Leute, wenn euch dieser Part gefallen hat, Daumen hoch geben und wir gucken mal, was wir noch in dem nächsten Part so machen mit dem Müllwagen und den Abschleppwagen. Die kommen ja auch noch irgendwie zum Einsatz, denke ich. Und ja, wir sehen uns wieder. Goodbye, euer Fly.